So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und diesmal habe ich wirklich nochmal strikt durchgegriffen, habe alle Pokémon, die schon einen C-Day hatten und jetzt als Shiny dabei waren, rausgelassen, denn wir haben wieder 160 Bilder bekommen. Also nicht wundern, ich kann jetzt schon sagen, es sind etliche Shiny Kindwurm dabei gewesen, etliche Shiny Dratini und etliche Shiny Knackleon. Ich glaube, Dratini habe ich aber am meisten gesehen. Man könnte wirklich denken, es ist gerade keine Drachenwoche, sondern ein Dratini C-Day. So hoch wie die Shiny-Rate gefühlt ist und jeder einfach ein Shiny Dratini bekommt. Habt ihr auch schon ein Shiny Dratini bekommen in der Drachenwoche? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich möchte nochmal daran erinnern, heute 18 bis 19 Uhr ist die Rayquaza Raid-Stunde. Und das allererste Mal auf meinem Kanal werde ich die Raid-Stunde live übertragen in der Raid-Mania. Und werde eine Stunde lang jede Raid-Einladung annehmen, die reinkommt. Im Stream übertragen, zu Hause sitzen am PC, raiden und ihr könnt dabei sein, ihr könnt mit mir raiden, ich kann mit euch raiden, euer Name taucht vielleicht auf im Stream, ich bin in eurer Lobby, da freue ich mich besonders drauf. Mal gucken, wie das ankommt und ob das eine coole Aktion ist. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Jason vom Kiez, mit dem bin ich nämlich zum Glücksfreund aufgestiegen, ist aber auch ein Account von mir selber, also da muss ich immer nichts Besonderes abgeben, kriege aber immer richtig coole Sachen dafür. Dann hat der Sören hier ein Shiny Blutzuck gefangen. Julchen hat die drei Affen voll gemacht. Heute den dritten Affen getauscht bekommen. Habt ihr auch schon alle drei Affen? Schreibt's mal in die Kommentare. Ihr müsstet wenigstens Grillmack haben, ne? Das ist ja unser Affe. Der rote in der Mitte. Am coolsten finde ich, keine Ahnung. Welchen findet ihr am coolsten? Schreibt's auch mal rein. Ich habe alle drei, ne? Ist ja klar, ne? Der Ramses, der hat sie ja alle. Dann haben wir hier beim Patrick ein Shiny Zickzacks und ein 100% Pantimimi. Das ist natürlich sehr cool. Ihr wisst ja, Pantimimi könnt ihr nur ausbrüten. Da ein 100er ist sehr wertvoll, da ihr das nicht mit einer Map finden könnt oder mit irgendwelchen Bots oder sonst was. Müsst ihr also ausbrüten, deswegen nicht entwickeln. Außerdem hat er hier ein Shiny Shinux bekommen. Burkhardt hier mit einem Shiny Haspirohr. Ui, neues Shiny beim Night Alex, ein Shiny Magnetilo, immer noch sehr cooles Pokémon. Neues Shiny ebenfalls bei der Steph mit einem Shiny Potrot. K-Joker, ein Shiny vor der Spätschicht mit einem Shiny Vollbeat. Bobserob mit einem Shiny Roselia, auch immer noch cooles Pokémon. Damals bei der Safari-Zone in Dortmund ist das ja eingeführt worden. Habe ich mich auch mega gefreut, ganz viele mitgenommen. Mittlerweile haben die jetzt nicht mehr so den Wert. Aber wer natürlich damals nicht gezockt hat, die haben ja keinen eigenen C-Day und sind bei Events selten erhöht, freut man sich immer mal, wenn man einen Shiny Roselia nimmt. Dann habe ich mich nochmal im Rewe umgesehen und wieder mal dieses Rage-Spray entdeckt. Das finde ich auch sehr cool. Gibt es in Blau für Team Blau, gibt es in Rot für Team Rot, für Team Gelb gibt es das leider nicht. Brauchen auch nicht, die können ihre Raids auch so schaffen, ohne Hilfsmittel, ne? Wisst ihr wieder, wie der Hase läuft. Dann der Cassiopeia hat ja ein Shiny Aerodactyl bekommen, aus einer Feldforschung war das, glaube ich, extrem mit einem 100% Kyurem. Sieht man an den WP 2042, war der 100er Wert, von mir 8% Akku mit einem Trick, zack, ist er schon wieder bei 100 der Akku, so geht das. Sally Maus auch mit einem Shiny Roselia, Sören geklickert, ein Shiny Mankey, konnte man ja auch im Kampf-Event vermehrt finden. Ebenfalls beim Sören ein Shiny Lucky Shinux, da würde ich mich schon wieder in den Arsch beißen wegen dem hässlichen Hintergrund, aber ich habe ja die Shiny Shinux Familie voll. Er hat sich natürlich gefreut, dass das relativ gute IV dann hat. Max EGJ hier mit einem Shiny Glumanda mit Pikachu Visier, Dragonite 100% Flecknoil, wie auch immer, und einem 100% Stolunior, 100% Ariados plus einem richtig guten, das müsste ein 93%iges Mewtwo sein, könnte er zu einem 100er machen, macht das aber bloß nicht. Krypto Mewtwo einfach so stark, so brutal und mit 15 Angriff, was will man mehr, würde ich sofort maxen an seiner Stelle. Ebenfalls hat er hier ein 91% Snobili Cut bekommen, was er zu einem 100er erlösen könnte, aber
Ich verstehe es trotzdem nicht, wieso das Nobilikat so gehypt ist. Es gab doch damals Mauzi von den Rüpeln, auch als Shiny. Jeder könnte also schon einen Shiny, ach, nicht einen Shiny, ja auch, aber jeder könnte schon ein Kryptos Nobilikat haben, auch ohne das vom Giovanni zu bekommen. Ebenfalls hat er hier noch ein Shiny Hikokido gefangen, das sind also noch Sachen von dem Go-Face, ein Shiny Pipi hat er sich gegönnt, ein Shiny Vipitis, ein Shiny Lucky Knogger, Alola Knogger mit 96%, steht ja auch dahinter. Da stört der Hintergrund nicht so sehr, würde ich aber trotzdem immer ohne Hintergrund bevorzugen. Shiny Tangela mitgenommen und das war noch aus dem Urlaub ein Shiny Knofensa, das ist auch sehr cool. Habe ich mittlerweile auch alle drei, müsste die irgendwann mal entwickeln, wenn es passt. Dann 100% Pionscora gegönnt, Maximilian Zander, habe es entwickelt, hat hier ein 100% Capuno. Das ist auf jeden Fall sehr cool, hat es dann auch direkt zu Duodino gemacht, zu Trigefallo noch nicht, da fehlen ihm wohl noch ein paar Bonbons. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das ist der Schocker der Woche, das ist nicht so selten, in dieser Sendung zumindest, da kommen doch ein paar hinterher. Luca hat sich hier ein 100% erlöstes Vulcano gegönnt, Horst of Death, also der Kenny, hat sich ein Shiny Krypto Rettern gegönnt, hat es dann erlöst zu Arbok, diese Kombination aus diesem dunklen lilanen Hintergrund mit dieser goldenen Cobra, sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Burkhard zeigt uns, wie es aussieht ohne Krypto, wenn er ein normales Shiny Rettern hat, ne? Ebenfalls von Burkhard hier ein 96er Krypto Tarnel, was er zu einem 100er machen könnte, würde ich aber so lassen. Ist auf jeden Fall so stärker. Zurzeit habe ich echt Glück. K-Joker hier mit einem Shiny Kramurks. Dann der Soko, der hat ein Bild gemalt, da war nur meine Visage drauf. Mittlerweile hat er noch was hinzugefügt. Jetzt seht ihr außen herum, hier sind Geschenke, da ist Shiggy, Glumanda, Visa, Sam, da ist ein Pokestop, da ist ein Arena, da ist Mewtwo, da ist Mew, da steht Ramses, da bin ich und guck mal, wie ich guck, ne? Richtig brutal. Und was habe ich da an? Oh mein Gott, was hat er da an? Richtig heftig. Und Soko unterschrieben. Das Coolste ist der Stift, der macht da gleich Eigenwerbung mit. Nein, was ist das für eine Marke? Das ist bestimmt hier so ein Lehrhitz-Teil. Nein, das ist Profi Soko Stift von der Soko Berlin. Merkt euch das, damit machen die immer ihre Phantomzeichnungen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Er hat gesagt, vielleicht bringt er mir das mal vorbei. Wenn es mir nicht schickt, bring das vorbei. Bin ich gespannt. Bockwurst King hier auch mit einem 100er Knacklion. Black Scarwolf, einmal mit der Frau getauscht, aber wieder nur auf dem kleinen Account. 100% Lucky Alola Kokowai, Frank Behrendt. Allen ein wunderschönes Wochenende gewünscht. Gestern auf der Heimreise gefangen und noch einen Glückstausch gemacht. Hat ein Shiny Nagelotz mitgenommen. Dr. Oppenheimer. Endlich mal wieder ein Shiny Ammonitas, Cassiopeia, Shiny Stolunior, Flexstrom mit dem Schocker der Woche. Warum ist das so schlecht? Ihr wisst, eigentlich Glückstrades haben ja mindestens 10, 10, 10, nee, mindestens 12, 12, 12. Und er hat einfach mal 12, 7, 7. Kann man auf jeden Fall machen, aber bei ihm sieht ja auch der Hintergrund nicht so übertrieben heftig lucky aus. Keine Ahnung, was ist das? Man sieht ja den normalen Hintergrund eigentlich noch fast durch, beziehungsweise wenn so der lucky Hintergrund wäre, würde mich das gar nicht stören, weil das nicht so übertrieben ist. Vielleicht hat die Animation gefehlt, das hat noch nicht ganz angezeigt, wie viel die Werte sind und er hat schon abgescreent. Aber habt ihr auch schon mal sowas gehabt aus einem Glückstausch, ein Pokémon, was richtig schlechte Werte hat, unter den Mindestwerten? Pushen hat sich dann ja auch ein Shiny Rayquaza gegönnt, der Flexstrom ebenfalls, hat wieder mal einen Rastplatz eingereicht und nach sich benannt. Er wurde von Leon Burkhardt 2003 gegründet, was der nicht alles gründet. Sally Maus hier mit einem Shiny Alola Kokowai. Dann haben wir was gefunden, If Only von Bryce Allison in der Pokémon Go Worldwide Gruppe Official. Go Fest 100% Dragoran. Keine Ahnung, was? Albino, Dragoran. Ist auf jeden Fall kein Shiny, ist auf jeden Fall kein Alola, ist kein. Dann kommen wieder die Leute an. Ist das echt? Ist das echt? Ist das echt? Ist das echt? Quack, quack. Wo ich mir denke, Junge. Klar ist es echt, guckst dir doch an, es ist ein Albino-Dragoran hin und her. Das werde ich ins Thumbnail packen, damit alle fragen, ist das echt?
Dann nehmen wir jetzt auch hier mit einem Shiny Rayquaza K-Joker doch noch eins abbekommen heute. Shiny Fritzelbits K-Joker mit der Expectation und der Reality, was man sich vom Drachen-Event erwartet. Man hat 4 Shiny Kapuno gefangen. Man hat so viele gespawnte Shiny Kapunos noch in der Wildnis, so viele Kaumalat überall, Kapuno, Kaumalat, man rastet richtig aus und die Realität einfach nur Warbloo, überall Warbloo, Warbloo übernimmt. Dann der Geitsch, erster Durchbruch gleich 100, also Manns Haulwurf, ne, hat seinen ersten Durchbruch gehabt und einen 100er Zuro-Keks bekommen. Wie viel Glück kann man bitteschön haben? Bockwurst King, ganz typisch wieder mit seinem 98er Dratini. Ihr wisst, wenn alle anderen 100er fangen, fängt er ein 98er. Wenigstens ein 98er wollte man von ihm hier mit reinbringen. Dann der 54 Alex hat auch ein Shiny Alola Kokobai mitgenommen, plus einem Shiny Kapuno. Soko mit einem 100% Warbloo. Gefa mit einem Shiny Smogon. Steff mit einem Shiny Rayquaza. Bockwurst King mit einem 100% Grillmack. Sellimaus, Shiny Warbloo, endlich mal wieder was Schillerndes. Bockwurst King, Shiny Nummer 3 heute. Auch Shiny Shinux, ne? Dann haben wir vom Dennis Weigel Nummer 2 ein 100% Kindwurm. Die Feldforschung hat es in sich, ebenfalls vom Dennis Weigel 100% Kapuno. Das ist schon 2 dicke Fische. Der da ist mit einem 100% Rayquaza und Wetterboost, der hat ja so ewig nach einem Shiny gesucht, glaube ich bei 53 Raids, 63 Raids, irgendwas, hat einen Shiny bekommen, hat einen 100er bekommen, der ist durch, der ist sit, ne? K-Joker, sein erstes 0% Pokémon, dann haben wir vom Bockwurst King ein 100% Unra Tytox. K-Joker sogar richtig gut, auch ein Shiny Alola Kogowai mit 96%. Fleckstrom hier mit einem 100% Dragoran hat er wohl entwickelt. Ich glaube nicht, dass er das wild gefangen hat. Oder er hat es aus einem Raid. Die gibt es, glaube ich, auch in Raids momentan. Dragoran, Burak, Brutalanda. Ich weiß, ich mache nur 5er Raids, deswegen klicke ich da eh nicht durch. Danke Ramses, ist aus deinem Ei, hätte ruhig Kaumalat oder Kapuno sein können. Hat hier einen 100% Sepa bekommen, der Flexstrom. Und kleiner Account ist, vielleicht ist das trotzdem aus einem Raid, ich weiß es nicht. Ist das Raid, Wetter geboostet, 100% Brutalanda oder entwickelt? Ich tippe mal auf Raid. Dann Lucky Tausch, jetzt also besser geworden, ein Shiny Kaumalat als Lucky mit 13, 12, 12 müsste das sein. Sören nochmal, Shiny Sepa, klein aber fett. Shiny Erik hier mit einem Shiny Mediti. Shiny Erik mit einem Shiny Gekkabor. Ist ein C-Day-Pokémon, ich weiß, aber das ist aus der Belohnung in der Kampfliga. Und das finde ich besonders, wenn man da Shinies rausbekommt, vor allem auch solche Pokémon als Shinies. Habt ihr schon mal ein Shiny aus der Go-Kampfliga bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Soko mit einem wettergeboosteten Shiny Rayquaza. Warum packt er da eine silberne Beere drauf? Eine gelbe reicht doch, aber vielleicht hat er keine gelben mehr gehabt, wollte trotzdem doppelte Bonbons. Wettergeboost Shiny auf jeden Fall. Ramses Schilling hier. 200 Typ Geist Pokémon, er hat 666, was sehen meine Augen denn da? Das ist auf jeden Fall eine coole Zahl, aber jetzt würde ich keine Geist Pokémon mehr fangen. Dann hat er sich noch ein 100er Formio gegönnt und ein 100er Sepa. Dann ein schönes Bild, Missing Kapuno, denn alle suchen es, alle warten drauf. Ihr wisst, aus der Forschung kriegt ihr zwar 2 Stück, aber es gibt keine Feldaufgaben dafür. In den Eiern sind die selten, in der Wildnis sind die sozusagen gar nicht, also danke für die Einführung des Shinies, aber naja. Wenn das ginge, würde mir das passieren. K-Joker hier, da ist ein Shiny Rayquaza mit Wetterboost und ich glaube auch 100% wird gefangen und dann, oh, entwickelt sich natürlich zu einem Ditto. Was soll es auch anderes sein? Julchen hier, schöne Grüße vom Bodensee, auch mit einem Shiny Sepa. Julchen ebenfalls aus dem 5. Ei mit einem Shiny Kaumalat, auch relativ gute IV, müsste ein 93er sein. Hat hier noch ein Bild geschickt, bei schlechtem Internet muss man sich halt einen Berg suchen. Shiny übrigens, wenn ihr das mal rumdreht, seht ihr, dass auf dem größten Gerät das Shiny Rayquaza liegt. Finde ich auch ein cooles Bild mit dieser roten Bank. Marlon hier mit einem Shiny Vermicula, Shiny Plinfa, Shiny Carpador, Shiny Glumanda mit Visier, Shiny Gramurks. Und der ist übrigens Rap 14.
14, deswegen hat er ja auch das Shiny Shigimin-Visier bekommen. Habe ich ihm dann auch geschickt. Morgen direkt das zweite. Yo, habe ich heute früh gemacht. Jetzt klingelt auch noch mein Wecker. Habe ich heute früh auf jeden Fall gemacht, weil ich heute früh getauscht habe. Genau, ja, der Satz hat keine andere Bedeutung gehabt. Dann habt ihr hier noch alle Pokémon Go-Spieler. Ich kann es erklären, was? Du bekommst 12 Shinies diesen Monat. Ich habe gerade mal 6 bekommen. 6? Ich habe gerade mal 3. Und der Junge, was? Ihr bekommt Shinies? Wer kennt das nicht aus seiner Community? Dann Flexstrom nochmal Random Tausch. 100% Lucky Kapuno. Auch richtig heftig. Erst Shiny, dann 100er. Hier beim Tulli. 100% Knackleon. Pet Shop Boy. Super Event. Hat er ein 100% Dratini, 100er Kaumalat, 100er Kaumalat, 100er Dratini, 100er Glumanda, 100er Wafle, 100er Kaumalat, 100er Dratini, 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 100er Kaumalat, 100er Kindwurm, 100er Dratini. Also, er hat sich auf jeden Fall eingedeckt. Sind natürlich mit einer Map gefunden worden, aber wer eine hat, der nutzt sie natürlich. Die, die keine haben, sagen, ja, das ist unfair, so eine Scheiße. Aber mal ehrlich, wenn es für eure Stadt eine Map gäbe und es würde euch im 100er Kaumalat angezeigt werden, wer sagt dann, nein, das ist nicht ehrlich, ich lasse das jetzt sitzen. Anders ist es ja so, wenn einer ein 100er fängt und sagt euch in der Gruppe, yo, am Stadtturm sitzt ein 100er Kaumalat, dann geht ihr doch auch hin und holt das und sagt nicht, ich habe es nicht selbst gefunden, also lass ich sitzen, oder? Und so findet der Bot das und sagt, yo, Bruder, da sitzt ein Kaumalat und dann geht ihr dann hin und holt euch das. Wo ist der Unterschied? Ob euch das jetzt ein Bot sagt oder ob euch das ein Homie sagt. In beiden Fällen habt ihr es nicht selber gefunden, habt das gesagt bekommen und habt das dann geholt. So, nur mal dazu. Dann hat er hier noch einen 98er Shiny Kaumalat bekommen aus der Steiermark, Österreich. Procode Gaming mit einem Shiny Rayquaza. Dann hier Christian Meyer, na super, gleich Maxen, ne? 0% Kaumalat ist auf jeden Fall das heftigste 0% Pokémon, was ich je gesehen habe. It's Stephen, Stefan, mit einem, oh, wie heißt das Teil jetzt wieder, Tansa, Krypto, Tansa, Shiny, hat er aber leider erlöst, das ist ein erlöstes 100er Shiny Tansa wird und sogar dann noch entwickelt und rumgedreht, dass es einen auch nicht mehr anguckt. So kann man es auch machen. Saba Aicha, ist das gut für Raider Mittwoch? Bitte, kann man mitnehmen. 100% Dragonier. Könnte man aufheben für den Z-Day, aber ehrlich gesagt, Dragometeor beim Z-Day ist eigentlich Quatsch. Also für den Super Z-Day, falls da wieder die Attacken kommen. Ich würde Dragoran trotzdem immer mit Wutanfall machen und für Raids nutzen. Dr. Oppenheimer hier endlich mal wieder eins, aber nicht von der Wunschliste. Shiny Makuhita hier beim Night Alex noch 100% Kaumalat. Hat er sich, glaube ich, aus einem Raid rausgefischt. Kotbrot, Shiny Alola, Kokowai, Sören, erbärmlich mit einem 0% Sepa und sogar Level 1. Wie kann das eigentlich 11 WP haben, wenn das 0% IV hat? Gibt es dann auch ein 0% IV WP 10er Sepa? Das ist also dann noch erbärmlicher. Eier aus HD hier mit einem 100er Kindwurm und einem Shiny Wablo. Eier aus HD auch noch mit einem 100% Dratini. Ali A mit einem Shiny Kaumalat. Wer das denn okay? Shiny nimmt man natürlich gerne mit. Burkhardt hier, Shiny Kokowai, Shiny Voltoball, Shiny Wablu, Shiny Rayquaza, Shiny Sepa, 100% Picochilla, Shiny Mankey, Shiny Sepa das zweite, Biala mit einem 100% Krypto-Rettern. Habt ihr auch schon ein 100% Krypto-Pokémon? Also nicht ein erlöstes, sondern ein 100% Krypto. Dann beim Raid bekommen Damien Sandows. Ist das nicht ein Wrestler oder sowas ähnliches? Auf jeden Fall 100% Brutalander aus dem Raid. 2142. Sehr coole Sache. Nimmt man gerne mit den Brocken. Ich habe noch nie einen Brutalander Raid gemacht. Dann aus der Quest beim Dennis Weigel noch ein Shiny Carbador. Sein Shiny Dratini habe ich gelöscht. Und Carbador war ja noch nicht im Z-Day, kommt ja erst noch, also nimmt man das noch mit rein. Carsten hier auch ausgebrütet und schillernd. Er hat
ein Schellast ausgebrütet, ein Waglu ausgebrütet, ein Kaumalat ausgebrütet, da lohnen sich die Eier ja doch, außer eben bei Capuno, weil das kommt ja dann nicht aus den Eiern. 54 Alex hier auch mit einem Shiny Knaxel, hat er also einmal entwickelt, mehr geht nicht, und schreibt auch: Ich würde ihn gerne dir schenken, wenn wir hochgelevelt sind. Das ist ein Danke von mir, was du mir die Einträge gemacht hast und mich nicht abgezogen hast. Ich meine, du hast mit Jurem und Sekrom gemacht und ich bin dir sehr dankbar. Das habe ich doch gern gemacht, den darfst du ruhig behalten. Ne? Also, ich meine, ich habe die Familie voll von Shiny Kaumalas. Klar, einem geschenkten Maul schaut man nicht auf den Gaul. Ne, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber Dinger sind ja trotzdem selten, er kann das ruhig behalten, ich würde ihm das jetzt nicht abziehen. Soll er behalten, habe ich gemacht, schwamm drüber, jetzt gibt es ja eh die Raid-Einladung und jetzt wird den Leuten noch mehr geholfen, da brauchen die mich auch nicht mehr. Auch eine gute Sache, außer zum Pokestops einreichen, wenn die Leute mal ihre Bäume im Garten schicken und sagen, mach mal eine Arena draus. Dann haben wir hier noch Julian mit 100% Dragonier. Wir haben hier noch Julian mit 4 Rayquaza, 2 frisch gefangen an einem Tag. Wir haben Julian mit Shiny Kogobai, Alola. Wir haben Simix mit Steffen, danke. Jetzt kann ich es auch lesen, ne? Nicht Steien, danke. Steieno, danke. Ein 100% better geboostetes Rayquaza wurde wohl eingeladen vom Steffen und hier wahrscheinlich auch eingeladen vom Steffen. Deswegen heißen die alle Steffen, danke. Auch ein 100% Dragoran aus einem Raid. Andere entwickeln, er gönnt sich. Aus der Aufgabe ProCode Gaming hier auch ein 100% Capuno. Krasse Sache. Georg mit einem Shiny Rayquaza plus einem Shiny Kaumalat. Eigentlich mag ich ja so abgefilmte Bilder nicht. Das hat aber irgendwie was. Vor allem der Hintergrund, der Läufer, der Teppich. Dann Alex Hobby hier noch mit Lumanda Sichlor Shiny. Lumanda gestern, Sichlor heute. Sind ja beide drauf. Habe ich auch nicht einzeln gemacht. Finde, das sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Nicht so wie bei Instagram. Und der Konstin hier, endlich mal was Gutes aus dem Ei. 100% Litomyth und abendliche Tauschrunde, ein 100% Lucky Quills. Mewtwo, ja, das Mewtwo selbst spielt auch Pokémon, für das Raider Mittwoch Video Shiny Lilieb und Shiny Krypto Labras. Das ist sehr cool, ich habe noch kein Shiny Krypto Pokémon. Das ist die bisherige Ausbeute aus dem Drachen-Event vom Alex Hoffi. Nochmal, ihr seht, Sichlor, Glomanda waren. Dann gab es noch Zubat, Knackleon und Baumpel dabei. Wo ist Ratini? Wo ist Capuno? Dann Elke Kaiser hat mir auch hier geschickt, die kann ein 100% Owai erlösen, ist hier Krypto, ein 100% Nidoran erlösen, hat ein 89%iges Shiny Nebulak bekommen, ein Shiny Kogobai, Alola, hat sich ein Kindwurm entwickelt, ein Shiny Kindwurm, oder wollt ihr mir sagen, Bruder Lander gibt es aber als Shiny aus dem Raid? 100% Weimar hat sie sich noch gegönnt, 100% Kinnwurm hat sie sich noch gegönnt, 100% Mediti hat sie sich gegönnt, Dagro mit einem Shiny Onyx aus der Quest natürlich, 100% Potrot, 100% Stolunior, Krypto Shiny, Labras, 100% Felilu, hat endlich seine 1000 normalen Raids voll gemacht. Wie gesagt, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen normalen Raid gemacht habe. 100% Dragonier, auch komplett gepusht schon mal. C-Day kann kommen, hat er da auch gemeint, aber ich würde dem trotzdem eigentlich einen Wutanfall geben und auf Drago-Meteor verzichten. Dann Uwe hier noch ein Bild, vielleicht was für Raider Mittwoch, heute 200er bekommen, Gruß von Deskandalpara, PS, mach weiter so super Videos. 200er mit 21,91 bekommen, sehr schön. Hannes Red Devil Black, noch ein 100% Smetbo. Das war noch nicht gut genug. Smetbo! Zum Glück ist der Hardy nicht da. Dennis Bass hat noch 10er Eier gebrütet vor dem Event, hat ein Shiny Absol bekommen und ein 100er Kastadur. Benjamin Engel mit einem Shiny Kaumalat, mit einem Shiny Krypto Tanzer. Und das war's auch schon. Ich bin nämlich spät dran. Eigentlich muss ich zu einem Termin. Deswegen hat der Wecker auch eben geklingelt. Das ist jetzt schon 200 Jahre her. Aber mal gucken, was gleich passiert. Aber wir haben ja immer noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt vom Ben Pokémon. Guckt euch das an. Der hat ein 100% Shiny Rayquaza bekommen. Ist das nicht das, wovon jeder träumt? 100% Shiny Rayquaza. Wir hatten ein paar Hunderter dabei, wir hatten ein paar Shinies dabei, aber 100% Shiny Rayquaza. Und jetzt passt auf, das
ist am 2.8. ein gelber Account. Und wenn wir einmal hier rüber wischen, sehen wir am 4.8. 100% Shiny Rayquaza. Zwar auf dem roten Account, aber 100% Shiny Rayquaza. Einmal auf dem großen Account, einmal auf dem kleinen Account. Ihr seht es hier nochmal, Ben, Pokémon, 21,91, 100% Shiny Rayquaza. Auch für Raider Mittwoch, 2 Stück. Ja, einer auf dem kleinen und 2 auf dem großen. Wie, einer auf dem kleinen und 2 auf dem großen? Will der mich verarschen? Heißt das jetzt also, ich dachte, das ist ein gelber, das ist ein roter. Soll das jetzt aber heißen, das ist nochmal ein anderes wie das? Das würde ja heißen, dann 3 hundertprozentige Shiny Rayquaza? Einer auf dem kleinen und 2 auf dem großen? Ich dachte wirklich, das ist einmal im Fangbildschirm und einmal so. Aber gut, ich meine, das Bewertete wurde ja zuerst geschickt. Das andere mit dem Fangbildschirm wurde ja danach geschickt. Also ich glaube, wenn Zart auf Hart kommt, der hat wirklich 3 Stück. 3 hundertprozentige Shiny Rayquaza. Wenn er das sieht, der kann ja gerne nochmal hier reinschreiben. Ich nehme dir immer noch übel mit dem Raid vorhin. Junge, wenn ich dich erwisch. Dazu sage ich nichts, dazu sage ich was in der Raid-Stunde, vielleicht oder auch nicht. Auf jeden Fall 2 oder 3 100% Shiny Rayquaza. Das war's von den Highlights der Woche, das war's vom Schocker der Woche und wir sehen uns in der Raid-Stunde auf jeden Fall. Denkt dran, 18 bis 19 Uhr, eine Stunde lang. Wenn ihr Raids macht, schickt mir ruhig eine Einladung. Ich werde versuchen, in der einen Stunde so viele Raid-Einladungen wie möglich anzunehmen im Livestream, sodass ich mit euch zusammen im Livestream raide, man eure Lobby sieht, man eure Mitspieler sieht, man alles von euch sieht, euer Bankkonto. Gestern wurde PayPal geknackt bei mir. Gut, das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.